Willkommen hier zurück zu The Evil Within. Und ich muss hier einmal anmerken, dass The Evil Within abgekackt ist. Es wird nicht mal wieder abgekackt. Und zwar vom Feinsten. Das kotzt mich echt an. Ist echt scheiße. Immer zum ungünstigsten Moment kackt Fraps ab. Gibt's eine Granate für euch, ihr Lieben? Dass wir auch hier ein bisschen Munition sparen. So, und da werden wir jetzt einfach mal mit der Schrotflinte rangehen. Wir werden da einfach einmal schießen. Wir werden jetzt gleich einmal einen ganzen Haufen verbrennen. So. Und den hier machen wir noch mit dieser hier kalt. Beziehungsweise versuchen es zumindest. Scheiße. Ich glaube, der hat mich voll getroffen. Mist. Und lauf weg. Der holt jetzt gleich aus. Boah. Das war knapp, Leute. So, dann holen wir hier natürlich Munition. Die Waffe ist mal wieder leer. Das ist natürlich ganz toll. Schrotflinte, haben wir noch was? Jawohl. Nicht viel, aber wir haben noch was. Und die Essenzen werden auch immer weniger. Gut. Nehmen wir natürlich mit. Das werden wir natürlich entschärfen. Perfekt. Ja, es ist kaum zu glauben, aber ich bin durch die Schleuse gekommen. Ist nämlich abgekackt. Das war nämlich ziemlich blöd. Kommt man durch, macht lang rum und dann einfach zack. Hat's mal wieder die Aufnahme von Fraps zerschlagen. Und das war's gewesen. Aber jetzt holen wir hier erstmal Kidman rein. Ich bin's. Komm rein. Wenn du nicht gekommen wärst. Nein, bitte nicht. Sparte das für später auf. Da sind bestimmt noch mehr. Pass auf! Naja, die Kidman. Das ist alles eine 5-Frequenz. Das macht die gut. Hey! Das ist ja eine richtige Schützin. Diese Kidman, das gefällt mir ja. Die hat was auf der Polizeischule gelernt. Ach, der hat eine Spritze, wie geil. Da rammen wir uns natürlich unsere rein. Nehm mal schön dem hier seine. Denn der braucht die ja eh nicht. Boah, scheiße, ist wieder der. Den kann ich doch schon mal gar nicht abhaben. Da müssen wir leider mit einem Explosivbolzen oder mit einer Granate ran. Das ist hier meine Granate. Dieser SWAT-Fritze da. Nein, das gibt's nicht. Sehr schön, Kidman. Das hat sie gut gemacht. Der hätte ja auch ruhig etwas liegen lassen können. Ach nee. Komm, wir gehen da mal runter. Ist natürlich schwierig. Nehmen wir die Treppen oder den Fahrstuhl? Ah ja. Cool, endlich. Mal wieder eine. Eine heilige Statue, die hatten wir schon lange nicht mehr.
Der Revolver ist futsch. Die Munition ist besser gesagt futsch. Jetzt haben wir 50 Speicherkapazität und wir finden keine Munition. Wie behindert ist das denn eigentlich? Streichhölzer. Wir finden immer vermehrt Streichhölzer. Das kann's doch nicht sein. Mit was sollen wir mal schießen können? Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Seit der Kirche... Du warst bei der Kirche? Ja, Joseph und ich. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ging es ihm ziemlich schlecht. Was ist mit dem Jungen aus der Klinik? Leslie? Ich habe ihn in einem Käfig gefunden. Dann ist er abgehauen. Hoffentlich gibt es hier eine ordentliche Munition. Jetzt kommen die wieder mit so billigen Essenzen, die sackteuer geworden sind, aber Munition haben sie keine. Das kann's doch nicht sein. Da verlangt man jetzt wirklich zigtausende Essenzen. Und was bringen die Essenzen statt Munition? Weil von denen haben wir nämlich gar keine mehr. Oder so dämliche Baukasten, wo wir schon genug haben. Das finde ich genauso schlimm. Es ist wirklich beschissend. Da ist bestimmt zu. Nee, da ist auf. Dann werden wir halt überrascht. Wir haben alle diese verrückten Sachen gesehen. Hattest du Nasenbluten oder Kopfschmerzen? Nein, warum? Joseph hatte das, als ob er sich verwandelt in eins dieser Dinger. Vielleicht befällt das nicht jeden. Ja, der wird sich irgendwo angesteckt haben, vermute ich mal. Na endlich mal ein bisschen Munition. Ein Applaus an die Spielehersteller. Ein Applaus an die Spielehersteller. Die machen doch nicht alles falsch. Aber sie machen viel falsch. Hat sich gerade die Puppe bewegt? Nee. Oh nee. Och Gott. Nein. Jetzt hat er auch noch Nasenbluten. Nein. Nicht ich. Sag ihr, sie soll wegbleiben. Sebastian, was ist? Bleib weg. Oh oh. Bumm, hat's gemacht. Und jetzt sind wir tot und spielen Kidman. Haha. Vielmehr Shitman. Jetzt kannst du wieder aufmachen. Was soll das? Hast du auf mich geschossen? Du hast dich in ein Monster verwandelt. Mich angegriffen. Sorry, du bist infiziert. Er könnte dich benutzen, um mich aufzuhalten. Warte, wovon redest du? Arbeitet die mit dem Ludwig zusammen, oder was? Oder hat die einfach nur eine Meise? Das bestimmt zu. Ja. Pass auf, pass auf! Leslie! Pass auf! Leslie? Leslie, bist du es? Ja. Mach dem Onkel Sebastian doch auf. Leslie, sehr gut. Nur noch etwas weiter. Was ist? Ruvik? Hilfe! 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 Na, jetzt rennt er wieder weg. Ein Rollstuhl. Nee, ist ja gar kein Rollstuhl.
Aber so ein Transportwagen. Und er kann das da haben, die Türe blockiert. Blockiert ist das richtige Wort. Es gefällt mir ja nicht. Diese Spielchen fangen an, mich zu langweilen. Alter. Danger, was das hier? Oh nee, nicht wieder so Methangas oder was das sein soll. Nein. Ich teste es lieber nicht aus, ob wir hier schießen dürfen. Oh oh. Wo um Himmels Willen geht's hin? Alter, was das hier? Oh nein! Schon wieder die Viecher. Ach, da können wir uns verstecken. Das ist ja ganz toll. Das ist wirklich ganz toll. Was ich noch besser finde, ist, dass wir hier keine Explosionsbolzen verwenden können. Ach du Scheiße. Kommen wir da nur vorbei. Oh oh, Mist. Es hat uns entdeckt. Da strömt das ganze Gas aus. Da können wir auch nicht hin. Oh oh. Komm, wir gehen einfach mal hoch. Ist da der Ausgang oder war da der Eingang? Ach, Munition. Oh nee. Gibt's hier irgendwo einen Schlüssel? Das gibt's doch nicht. Müssen wir auch noch hier einen Schlüssel suchen. Oh oh. Was haben wir denn da für Geschöpfe? Ach scheiße, der läuft zu schnell. Der läuft zu schnell. Sag mal, kommen wir hier eigentlich irgendwie wieder hoch? Nee, gell? Das war ein Fehler. Oh oh. Der hat uns gesehen. Was haben wir da drin? Ach, da ist auch noch einer. Das sind zwei. Nein, nicht abkacken.